Eva, du hast eben eine Session gestaltet. Was war dein Thema? Mein Thema war erst Sprache, dann Beruf, Fragezeichen. Und das Thema war halt, ab wann ist eine Verzahnung von Sprache und Beruf sinnvoll? Also ist es gut, dass man erst bis zu einem bestimmten Sprachlevel Deutsch lernt, B1 oder B2, und dann überhaupt erst anfängt, sich beruflich zu orientieren und in Berufe reinzuschauen? Oder ist es auch vielleicht sinnvoll, schon ganz früh damit anzufangen, Praktika zu machen oder allererste berufliche Erfahrungen zu sammeln oder mal in Ausbildungen oder Schulabschlüsse reinzuschauen? Das klingt spannend. Wie hast du den Prozess der Session erlebt? Welchen Input gab es? Welche Impulse? Es gab einmal den Impuls, dass es eben doch sehr wichtig ist, erst ein bestimmtes sprachliches Level zu erreichen, weil die Erfahrungen aus dem Alltag zeigen, dass es sonst schwierig bis nicht wirklich möglich ist, die Menschen in die beruflichen Prozesse zu integrieren. Und andererseits gab es halt also Rückmeldungen, dass es das dringende Bedürfnis da ist, doch früher damit anzufangen, und dass es eben auch Menschen gibt, die vielleicht erst sehr spät oder gar nicht das Niveau erreichen, und auch, dass für diese schon früh Perspektiven geschaffen werden müssen. Mhm. Gab es etwas, was man als ein Ergebnis der Session bezeichnen könnte, eine Quintessenz vielleicht? Ich glaube, jetzt so eine Quintessenz der Session zu benennen, finde ich schwierig. Ich glaube, dass man vielleicht dazu sagen könnte, dass das ein Prozess ist, der gerade in Arbeit ist. Also da machen sich, glaube ich, gerade sehr viele unterschiedliche Akteure Gedanken zu, weil einfach der Bedarf sehr stark da ist, früh in den Beruf zu gehen, oder wie geht's überhaupt weiter nach den Sprachkursen. Aber eine Lösung ist jetzt quasi noch nicht auf dem Tisch. Also das ist ein Thema, was im Prozess ist. Ich war ja auch mit dabei und habe das auch so wahrgenommen. Und meine Quintessenz war vielleicht, dass es auch ein gewisses Maß an Geduld braucht.